Hallo, es ist jetzt schon einige Wochen her, dass unsere Finn-Reporter Nael und ich, Jonas, den Synchronsprecher Olaf Schubert interviewt haben. Olaf Schubert spricht zurzeit die Figur Angst im Film Alles steht Kopf 2. Nael und ich wollten damals wissen, ob Herr Schubert Angst hat, bald von einer künstlichen Intelligenz, also von einer Computerstimme, beim Einsprechen von Filmen ersetzt zu werden. Wir wollen es heute noch einmal genauer wissen. Was ist heute mit KI im Tonstudio möglich? Wann sollte KI im Tonstudio nicht eingesetzt werden? Das fragen wir heute den Synchronsprecher David M. Schulze. Herr Schulze ist der stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Sprecherinnen. Ja, hallo, liebe Finn-Reporter. Ich bin David M. Schulze, Vorstand im Verband Deutscher SprecherInnen und arbeite selbst als Synchronsprecher, als Hörbuchsprecher, spreche für Dokumentarfilme, für Zeichentrickfilme, für Animationsfilme, für Realfilme und so weiter. Und freue mich, dass ich heute da bin und bin gespannt auf eure Fragen. Sagt mir doch auch mal, wie ihr heißt. Hallo, ich bin Stefan und ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Basil und ich bin 9 Jahre alt. Hallo, ich bin Maria und ich bin 10 Jahre alt. Hallo, ich bin Helena und bin 8 Jahre alt. Hallo alle zusammen. Hallo, Herr Schulze. Was macht eigentlich der Verband der SprecherInnen? Und wofür ist der Verband da? Der Verband Deutscher SprecherInnen, der ist im Prinzip sowas Ähnliches wie der Klassensprecher. Wir alle, also alle Mitglieder im Verband, die arbeiten professionell am Mikrofon, also sind zum Beispiel Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, Werbesprecher. Und wenn die Auftraggeber irgendwas machen, was für uns doof ist, dann kommt eben der Verband und versucht mit denen zu reden und so wie der Klassensprecher auch und sagt dann, ja, lieber Herr Klassenlehrer, unsere Schüler haben gesagt, die Pause ist zu kurz, deswegen fordern wir jetzt, dass die Pause länger sein muss. Und sowas würden wir als Verband zum Beispiel auch machen, wenn es um Arbeitsbedingungen geht oder dass die Leute gut bezahlt und fair bezahlt werden. Darum kümmert sich dann der Verband um solche Dinge. Und was ist Ihre Aufgabe im Verband? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Aufgaben, die so täglich anfallen. Das sind so Sachen wie zum Beispiel neue Mitgliedsanträge bearbeiten, also Menschen, die bei uns Mitglied werden wollen. Da gucken wir an, sind das wirklich professionell arbeitende Sprecher, Sprecherinnen und nehmen die dann auf, gegebenenfalls. Und andere größere Themen ist dann eben die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, also den Tonstudios, die uns engagieren. Teilweise auch reden wir mit Politikern oder mit anderen Teilnehmern der Politik, um quasi die Arbeitsumstände, in denen wir uns befinden, für uns alle zu verbessern. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert ausgedrückt. Wer ist eigentlich das berühmteste Mitglied im Verband? Ui, das hängt ja ein bisschen davon ab, ob ihr die Leute überhaupt kennt. Also eure Eltern kennen bestimmt zum Beispiel die Stimme von Nicolas Cage. Martin Kessler ist bei uns im Verband. Oder das müsstet ihr eigentlich vielleicht auch kennen. Hört ihr die drei Fragezeichen Kids? Ja, ich höre die manchmal. Kennt ihr zum Beispiel den Giovanni, den italienischen Eisverkäufer? Der kommt in vielen Folgen vor, das ist der Roland Geiger, der ist bei uns im Verband, Susanna Bonasewitsch, das ist die Stimme von Bibi Blocksberg, die ist bei uns im Verband und so gibt es einige, deren Stimmen ihr bestimmt kennt und wenn nicht ihr, dann eure Eltern. Wie ist die Meinung des VDS zum Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Einsprechen von Filmen, Serien oder Hörspielen? Da ist unsere Meinung aktuell diese. Wir haben noch kein Beispiel gesehen, wo das tatsächlich, wo das funktioniert. Also in dem Sinne, dass die Qualität so gut ist, wie wir Menschen das können, wie wir Schauspielerinnen und Schauspieler das machen. Insofern haben wir da jetzt, was den generellen Einsatz anbelangt, ob das jemand benutzt oder nicht, da gar nicht so richtig eine Meinung zu. Wozu wir eine Meinung haben, sind die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen das stattfindet. Da ist uns total wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler, dass die geschützt sind. Also dass KI-Unternehmen nicht einfach unsere künstlerische Leistung nehmen, um damit ihr Computerprogramm zu trainieren, um dann automatisch unsere Stimmen zu benutzen, um irgendeinen Film herzustellen, ohne dass wir das wollen und ohne dass wir das wissen. Das heißt, wir wollen nicht, dass die einfach von uns klauen. Wenn die das machen wollen, dann müssen die uns fragen und dann müssen die Künstlerinnen und Künstler auch dafür bezahlt werden. Und das ist uns als Verband ganz wichtig. Okay.
Ist KI für Sprecherinnen und Sprecher heute ein wichtiges Thema? Was sagen die Sprecherinnen und Sprecher selbst dazu? Ja, natürlich. KI ist auch für uns ein ganz wichtiges Thema, einfach weil es so aktuell gerade ist und viele Unternehmen ja die Idee haben, oh, das ist doch vielleicht alles viel günstiger, wenn wir das alles mit KI machen, dann müssen wir gar keine Schauspielerinnen, gar keine Schauspieler mehr bezahlen, die das am Mikrofon machen und eine Synchronfassung von einem Film herstellen. Das lassen wir jetzt alles vom Computer machen. Insofern ist das ja ein sehr aktuelles Thema für uns. Gibt auch einige, die Angst haben, dass sie ersetzt werden von der von einer Software, von einer KI. Die Gefahr sehen wir aktuell eigentlich nicht, weil die KI einfach nicht so gut ist wie wir. Okay, was denken Sie, kann eine KI heute Gefühle ausdrücken? Wenn so eine KI trainiert wird, dann kann die erstmal nur einen Tonfall. Das heißt, wenn ich eine KI trainieren würde, die flüstern soll, dann fütter ich die mit ganz vielen Flüsterdaten. Und dann kann die jeden Satz flüstert die dann. Aber die kann dann nicht plötzlich einfach lauter werden oder leiser oder anfangen zu weinen. Das geht dann alles nicht. Das ist halt nur eine Emotion. Man müsste dann für jede Emotion, für jeden Fall eine neue KI trainieren. Dann müsste man das alles irgendwie zusammenbasteln und zusammenbauen, damit so eine Stimme dann innerhalb von einem Satz von fröhlich nach traurig zu wütend zu flüstern hin und her springen kann, wie das in echt ja passiert. Kann man Trickfilmfiguren durch KI ersetzen? Das glaube ich nicht, das weiß ich nicht, weiß ich aber nicht ganz genau, wie da der technische Prozess abläuft, wenn so eine Figur dann komplett animiert wird. Aber auch da irgendein Ergebnis zu produzieren mit einer KI, also dass da irgendeine Figur irgendwie auftaucht und die Arme bewegt, das geht sehr schnell. Das zu bekommen, was man wirklich haben will, also ne, wenn man eine Geschichte erzählen will und möchte dann, dass diese Figur im Wald sitzt und dann passiert das und dann kommt der Wolf und dann hat die Figur Angst und dann kommt der beste Freund und rettet die dann, das kann man nicht einfach in eine KI eingeben und dann ist das einfach da. Das ist so ein Film herzustellen, ist eine ganz, ganz komplexe, komplizierte Angelegenheit. Das funktioniert nicht einfach so, dass man das irgendwo eingibt und dann kommt das dann hinten wieder raus. Wann sollte KI im Tonstudio nicht eingesetzt werden und warum nicht? Können Sie uns ein Beispiel zeigen? Also es gibt mit Sicherheit, es gibt jetzt schon Produktionen, wo KI-Stimmen zum Einsatz kommen. Das hört man. Das erkennt man dann daran, dass die Stimmen meistens total monoton klingen und es ist immer so der gleiche, ja, die gleiche Melodie und manchmal klingen die auch so ein bisschen metallisch und ja, das hört man dann. Aber das wird auf jeden Fall aktuell gemacht. Schöner wird's, wenn man Menschen am Mikrofon hat. Was wird heute mit KI in Tonstudios gemacht? Können Sie uns zeigen, wie das heute möglich ist? Ja, das kann ich probieren. Hallo liebe Frag-Finn-Reporter, ich habe hier gerade bei mir im Studio alle Fenster und Türen aufgemacht. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund hier. Das ist das Rauschen einer großen Straße hier direkt vorm Studio. Hier ist natürlich normalerweise alles perfekt schallisoliert, aber wenn man die Fenster und Türen natürlich aufmacht, dann hört man die Straße von draußen. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob wir das irgendwie nachträglich wieder aus dieser Aufnahme hier raus editiert bekommen, mit Hilfe eines KI-Tools. So, genau, das machen wir jetzt auch. Hallo, da fahren wir hier erstmal hier hin, da geht die Aufnahme los. Und was ich jetzt mache, ist, ich hole mir hier auf meine Edit-Spur, also hier, da wo die Aufnahme liegt, da muss ich ein sogenanntes Plugin aktivieren, reinnehmen mit auf die Spur. In dem Fall ist das hier ein Denoise-Plugin, also ein ja, Endgeräusch-Plugin sozusagen. Ein Plugin, das Geräusch eben entfernt. Denoise, Noise, Englisch Geräusch, also Endgeräuschen sozusagen. Und was ich jetzt als erstes machen muss, ich muss der KI erstmal beibringen, was sie denn entfernen soll. Und dafür suche ich mir hier am besten so eine Stelle raus, wo nur die Straße zu hören ist. Also am besten gar nicht meine Stimme, nämlich genau das hier. Also nur dieses Rauschen. Und sage der KI, sie soll das bitte lernen. So. Dieses Rauschen hier, das soll gelernt werden. Ich kann auch ein anderes Rauschen nehmen, zum Beispiel das hier da hinten. Und dann sage ich dir auch, dann lern doch bitte das hier. So. Und wenn sie das gelernt hat, das ist die Kurve jetzt hier, das sind im Prinzip die Frequenzen, die
ja, das Rauschen beinhalten. Und dann kann ich hier, wenn ich dann sage, hier entsprechend einstelle, wie viel Geräusch da weggenommen werden soll. Hören wir uns jetzt mal die Aufnahme an. Hallo liebe FragFinn-Reporter, ich habe hier gerade bei mir im Studio alle Fenster und Türen aufgemacht. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund hier. Nein, da hört man nämlich jetzt gar nichts mehr, weil das Rauschen jetzt komplett entfernt wurde. Ich kann hier nochmal das hier ausmachen, dann hört man es nochmal genauer. Aufgemacht, vielleicht hört ihr das im Hintergrund hier. Da ist das ganze Rauschen drin. Wenn ich das hier wieder anschalte, ist das Rauschen gemacht. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund hier draußen. Okay, würden Sie heute Kindern oder Jugendlichen empfehlen, Synchronsprecherin oder Synchronsprecher zu werden? Ich würde auch heute Kindern und Jugendlichen empfehlen, das zu machen, was ihnen Spaß und Freude bringt im Leben. Und dass ihr das macht, was euch erfüllt und wo eure Leidenschaften und eure Talente liegen. Und wenn ihr Synchronsprecher, Synchronsprecherin werden wollt, dann macht das auf jeden Fall. Wie sind Sie zum Synchronsprechen gekommen? Übers Schauspiel. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und ein Teilbereich des Schauspiels ist das Synchronsprechen. Und spätestens an dem Zeitpunkt, als ich dann selbst Kinder hatte, war für mich klar, ich möchte nicht mehr so viel Theater spielen, weil das findet auch abends statt. Und dann bringe ich lieber die Kinder ins Bett und lese denen noch eine Geschichte vor. Und das Synchronsprechen oder generell das Sprechen am Mikrofon, das findet in der Regel tagsüber statt, also zu ganz normalen Arbeitszeiten. Und das ist dann auch viel familienkompatibler. Und es macht mir persönlich auch am allermeisten Spaß, weil ich ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen sprechen darf. Also von irgendeinem Abenteurer oder vielleicht auch ein ganz alter Mann, der dann so klingt. Oh ja, liebe Kinder. Los, ich lese euch noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Was sprechen Sie am liebsten? Film, Hörspiel, besondere Rollen? Oh, das ist eine gute Frage. Am liebsten spreche ich eigentlich alles. Hauptsache, es ist eine tolle Geschichte. Also am meisten Spaß macht es mir, wenn es eine wirklich schöne, spannende Geschichte ist und ich liebevoll ausgearbeitete Figuren und Charaktere sprechen darf. Okay, schön. An wen können sich Kinder wenden, wenn sie gerne Synchronsprecherin oder Synchronsprecher werden wollen? Das kann ich nicht so genau beantworten. Das hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Stadt man lebt. Da gibt es dann, ihr seid ja in Berlin, glaube ich, ne? Und da gibt es garantiert auch Kindersynchronsprecheragenturen, die euch dann dabei helfen können, Synchronsprecherin, Synchronsprecher zu werden. Das müssen eure Eltern dann mal rausfinden. Da habe ich jetzt keine Empfehlung in der Tasche. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Es war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Mehr Videos auf www.finnreporter.de und auf fragfinn.de.